So, wo sind wir gerade? Wir sind in St. Petersburg. In der? Hauptstadt. Das ist mal die Hauptstadt. Dazu gibt es Kwas, was auch immer das ist. Heute finden wir für das Sand Express Grill und laufen jetzt 41 Meter nach oben. Das sind 243 Stunden. Los geht's. Wie man vielleicht sieht, die Kathedrale ist ein wahres Monster und bietet im Inneren Platz für mehr als 10.000 Menschen. Unglaublich einfach nur. Das Wetter hinter uns schaut jetzt nicht ganz so gut aus und es fängt auch schon wieder das Tröpfeln an. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in eine russische... Weil das Wetter schlecht ist, geht es jetzt für uns in ein russisches Videospielmuseum. Erstaunlich viel mit Kriegsspielen. Hier zum Beispiel als U-Boot Boote abschießen. Du hast sogar getroffen. Schießen. Zielscheibe schießen. Andere Jets abschießen. Andere Panzer abschießen. Irgendwas pflücken oder Opa hochheben. Wir wissen es nicht. Wir spielen jetzt dieses Spiel mit irgendwelchen mit Verkehrszeichen. Das ist uns bekannt. Anscheinend gegeneinander. Los geht's. Ich drück einfach mal Stopp. Der Stopp. Oh. Dezente Sprachprobleme. Schon weg. Schon weg. Was könnte das hier sein? Stopp? Nein. Vergleichen einfach mit den vorhandenen Zeichen und aber irgendwie schaltet das jetzt zu schnell. Was ist das? Habe ich einen Punkt? Nö. Nee, ich hatte aber auch hier. Ah, ich hab's 12%, 12%. War falsch? Ich hab einen Punkt. Matze spielt gerade Tischtennis mit einer sehr netten Frau, die allerdings kein Wort Deutsch spricht, sondern nur Russisch. Völlig unspektakuläre Sachen auch, zum Beispiel Autofahren. Oh.
ist dein Kätzchen? Großmutter. Nee, ein kleines Mädchen. Cool, da haust du mich ja fast um. Was für ein kleines Mädchen? Keine Begeisterung? Zu schwer. So, eine Art Tennis, Tetris, was auch immer, wir wissen es nicht. Mit Stick und keine Ahnung. Angriff. Angriff. Angriff, no. Also jedes Feld ist mit der Zahl, jeder hat eine Zahl und dann muss man schneller als der Gegner treffen. Yes! No! Yes! Oh! Verdammt! Nein! Yay! No! Aus? Ist aus? Ja, ist aus. Wohin geht's? Essen. Bei? Du bist falsch. Wohin geht's? Essen. Bei? Und was gibt's da? Pfannkuchen mit Zeug. Klassische russische Küche. Borscht, typische Suppe. Pelmeni, sowas wie Ravioli. Sind Blini, gefüllte Pfannkuchen, süß oder herzhaft. Dazu ein gutes Kwass. Frühstück gibt es heute in einem russischen Donutladen. Das ist so sehr gute Schmalzkringel mit Puderzucker für umgerechnet 20 Cent das Stück und dazu noch ein Kwass. Wir sind jetzt auf einem Dach irgendwo in St. Petersburg gelandet. Die Sonne ist wieder rausgekommen, unter uns tobt der Verkehr. Nur noch die goldenen Kuppeln sind höher als wir. Häuser bis zum Horizont. Bierchen in der Hand. Ja, super Sache hier. Wir sind heute etwas außerhalb der Stadt und haben das Ganze dem Christian und dem Dennis zu verdanken. Wir haben heute Morgen getroffen und die haben uns zu einem echten Geheimtipp mitgenommen, nämlich den Peterhof vor den Toren St. Petersburg. Sehr schön auf jeden Fall. Entschuldigung. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil es natürlich kein Geheimtipp, sondern wie ihr sehen könnt, sind hier ziemlich viele Touristen unterwegs. Aber schön ist es trotzdem. Genau.
uns nach St. Petersburg zur Eremitage. Und dann geht's weiter mit dem Nachtzug nach Moskau.